Ich grüße euch, schön, dass ihr eingeschaltet habt. In diesem ersten Video auf diesem Kanal, wo noch mehrere Videos kommen werden, werde ich euch in Deluxe Ski Jump 4 zeigen, wie man springt. So, also, zum Starten drückt ihr beide Tasten und dann kommt der Absprung, wo ihr auch wieder beide Tasten drückt. Ganz kurz Stopp an dieser Stelle, da habe ich was ganz was Wichtiges vergessen. Und zwar, wenn ihr den Spieler nach vorne bewegen wollt, dann müsst ihr nach hinten ziehen, die Maus. Ja, ihr müsst ein Gefühl bekommen und es ist sehr viel Übung gefragt. Und wenn ihr nach hinten wollt, dann müsst ihr die Maus nach vorne bewegen, um das gleiche Gewicht in der Luft zu halten. Das habe ich vergessen zu sagen. Ja, zum Glück ist es mir noch eingefallen. Weiter mit dem Video. Am besten perfekt müsst ihr es selber herausfinden und zum Landen drückt ihr die rechte oder die linke Maustaste, ganz egal, für die Telemark-Landung und ja, ihr könnt auch mit beiden Tasten landen, ist jedoch keine Telemark-Landung und ja. Falls ihr zum Beispiel jetzt einen Sprung springt, der sehr, sehr weit ist, dann solltet ihr lieber beide Tasten drücken, um am Ende sicherer zu landen. So, also, nicht wundern, dass mein Hauptmenü so ausschaut, weil ich habe mir einen Patch heruntergeladen. Den könntet ihr auch herunterladen. Ihr müsst nur auf YouTube Ski Jump Deluxe 4 Patch eingeben und dann werdet ihr ein paar polnische Videos sehen und da müsst ihr ein paar anklicken und dann werdet ihr das finden, wie man das installiert. Aber das ist jetzt eher das Unwichtigste und zwar möchte ich euch zeigen, wie ich das auf jeden Fall mal, also was ich für Einstellungen benutze, hier meine Mausempfindlichkeit, die habe ich bei 2, exakt 2, ich weiß nicht, dass ich glaube nicht, dass bei jeder Maus dasselbe ist, also du kannst das natürlich einstellen, wie du möchtest, aber ich glaube jetzt nicht, dass, will ich jetzt eine andere Maus an meinen PC mit PC verbinden, dann würde diese Maus, glaube ich, eine andere Mausempfindlichkeit haben, also von Haus aus. Und würde jetzt etwas anderes einstellen. Also ich spiele auf 2 und mir geht's so am besten. Gibt natürlich auch Leute, die spielen auf 3 oder auf 1,05, ist alles möglich. Ich habe hier die Vollversion. Ich habe euch unten verlinkt, falls ihr die Vollversion kaufen möchtet oder falls ihr ja schon habt, braucht ihr sie natürlich nicht mehr kaufen. Die Demo-Version ist natürlich auch verlinkt. Könnt ihr euch runterladen, falls ihr es noch nicht heruntergeladen habt. Was ich eher glaube. Ja, das war's auch schon mit diesem eher kurzen Video. Aber ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen. Sonst schaut mal andere Videos auf YouTube an. Gibt's noch andere deutsche Videos, was ich gesehen habe. Ja, genau. Sehr kurz. Grund, weil mir nicht mehr viel eingefallen ist dazu und lasst ein Like da, lasst ein Abo da, wenn es euch gefallen hat natürlich, sonst lasst ein Dislike da, geht ja auch. Ja. Oh.